Ja, ich glaube, wir haben uns alle absolut an Sieg vorgenommen. Wir wollten unbedingt dort gewinnen, um ja, Reaktion zum Zeigen, zum Alltag, Heimspiel. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Wir haben, glaube ich, über die volle Spielzeit einfach dominiert bis in der ersten Hälfte. Am Ende haben wir ein bisschen nachlassen. Da haben wir wieder ja, einfach nicht unser System durchgebracht oder das, was wir zeigen wollten. Aber zweite Halbzeit sind wir dann super aus der Kabine gekommen, haben gleich das 3-1 gemacht und dann haben wir noch nachgelegt mit Grüni und ja, dann war es eigentlich besiegelt, der Sieg. Es war ein Spiel, wo wir unbedingt 3 Punkte machen haben müssen. Wir haben das auch gewusst, dass wir ja, auf jeden Fall jetzt einmal liefern müssen. Und ich glaube, so sind wir dann ins Spiel gegangen. Wir haben, glaube ich, von Anfang an ein ganz gutes Spiel gemacht, haben wirklich viele gute Chancen gehabt, was ja in den letzten Spielen nicht immer der Fall war. Zwei davon haben wir genützt, es hätten aber auch mehr sein können. Dann haben wir unnötigerweise vor der Halbzeit noch das Gegentor bekommen, was ja, die letzten 10 Minuten vor der ersten Halbzeit widerspiegelt hat, weil die waren nicht ganz okay. Aber dann zweite Halbzeit, ja, haben wir gleich wieder Gas gegeben, haben wir dann ja, die 2 Tore wieder gemacht und dann war der Sieg eigentlich sicher. Ja, also es war, glaube ich, von der ganzen Mannschaft ein gutes Spiel. Wir haben ein bisschen anderes in Mittelfeld gespielt, wo ich dann allein auf die 6 spiele und das ist eigentlich, wo ich für mich am meisten wohl. Aber ich glaube, als eine Mannschaft, gut gearbeitet und viel Laufbereitschaft gezeigt und dann ist es viel einfacher in die Mitte dann Bälle zu erobern und wie er sagt, Bälle zu abräumen. Ja, das frühe erste Tor natürlich ist wichtig, aber wir haben in St. Pölten auch früh das erste Tor gemacht und dann ja, sind wir in Lethargie verfallen und haben nicht wirklich mehr unser Spiel durchgezogen. Wir haben aber daraus gelernt. Heute haben wir das auf jeden Fall besser gemacht. Wir haben mit dem Gegentor dann trotzdem nicht den Kopf in den Sand gesteckt und dann eben, ja, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit noch draufgelegt und verdient gewonnen. Ja, Wahnsinn. Also, ich habe schon ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, dass ich einen besseren langen Ball spielen kann, aber dass der Mani den dann super reinhaut oder er geht angefälscht auch noch rein, ist dann super. Ich glaube, es ist mein erster Assist, den ich allgemein mache jetzt in meiner Profikarriere. Also, ist schon cool. Ja, jetzt kann man sagen, dass das sehr gut funktioniert hat. Also, der Trainer wollte das so, dass wir speziell in der Mitte, im Zentrum Überzahl haben und ich glaube, dass wir das ganz gut gemacht haben und dadurch auch sehr viele gute Momente gehabt haben im Spiel nach vor, wo wir dann Räume gefunden haben und ja, wie gesagt, wir haben 4 Tore gemacht, aber wir hätten auf jeden Fall noch mehr Tore machen können heute. Ich glaube, wir haben einfach den Ball sehr gut laufen lassen, haben einfach die Basics rübergebracht, sind gut gestanden, haben im Zentrum extrem viel Leid gehabt und ja, haben es dann einfach super zu Ende gespielt. Bis auf ein paar Situationen, wo wir eigentlich noch mehr Tore machen können. Ich erinnere mich an Monchi, seine Chance mit dem Lupfer, den er daneben haut. Aber ja, ich sage 4-1 ist einmal super. Ja, das ist, ja, ich habe das bei der Admira auch immer wieder schon gemacht, immer bei Standards versuchen, auf die zweite Stange durchzugehen. Dort kommen immer wieder Bälle hin. Das ist ja dann recht schwer zum Verteidigen und ja, es schaut einfach aus, aber wie gesagt, bin natürlich sehr froh, nicht nur über mein Tor, sondern auch, dass wir noch 2 andere Standardtore gemacht haben. Das gefreut mich auch, weil wir bei Standardsituationen nicht immer ganz gut ausgeschaut haben in der Saison und denke gegen Mattersburg, die eigentlich eine sehr große Mannschaft sind, 3 Standardtore machen, das spricht für uns heute. Ich habe immer gesagt, wenn du bei diesem Verein spielst und wenn wir nicht oben mitspielen, dann du weißt, dass die Kritik auf dich zukommt und es war oft zu Recht und wir müssen groß genug sein und Männer genug sein, dass wir mit das umgehen können und heute war das der Fall. Also es war eine gute Reaktion. Also es gibt immer noch Dinge, dass wir könnte besser machen und auf diese Dinge müssen wir arbeiten. Aber heute die wichtigste Ding war die 3 Punkte und wir haben das zu Hause gebracht.